Tür zur Krankenstation ist abgeschlossen. Die Krankenstation ist leer. Zumindest ist niemand zu sehen. Herzlichen Glückwunsch! Du hast es tatsächlich geschafft! Was? Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Oskar und du bist Nina. Stimmt doch, oder? Ja, aber... Siehst du? Hätte ich echt nicht gedacht, dass du es wirklich schaffst. Hab mir extra so viel Mühe gegeben, aber du warst wirklich gut. Mühe gegeben? Womit? Mit der Schnitzeljagd natürlich. Du meinst, du hast die ganzen Zettel geschrieben und du hast... Ja, toll, oder? Du hast meinen Koffer geklaut und meine Sachen auf dem Schiff verteilt? Nein, der Koffer lag die ganze Zeit hier rum. Ich habe ihn gefunden und deinen Namen gelesen. Und ich dachte, du möchtest ihn bestimmt wieder haben. Okay, fassen wir kurz zusammen. Du hast den Koffer also nur gefunden? Ja, er lag die ganze Zeit hier drin. Hast du gesehen, wer ihn hierher gebracht hat? Nein, keine Ahnung. Ist doch aber auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass du die Schnitzeljagd geschafft hast. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt erleichtert sein soll, dass hinter der ganzen Aktion kein psychopathischer Irrer steckt, oder... Hm. Naja, Hauptsache der Koffer ist wieder da. Aber wer hat ihn hierher gebracht? Und warum? War doch ein tolles Spiel, oder? Ja, ganz toll. Tu mir nur den Gefallen und sag mir nächstes Mal bitte vorher Bescheid, wenn du wieder so ein Spiel machen willst. Versprichst du mir das? Hm. Okay. Danke. Und jetzt husch husch ins Bett. Okay. Gute Nacht, Nina. Schlaf schön. Ich mach mir die ganze Zeit fast in die Hose und denke über Psychopathen und wer weiß was nach. Und dann will so ein kleiner Rotzlöffel nur eine Schnitzeljagd machen. Ich glaube, ich zeige allmählich schon erste Anzeichen von Verfolgungswahn. Vielleicht sollte ich in Zukunft nicht hinter jeder Kleinigkeit eine Verschwörung vermuten. Aber nach meinen Erlebnissen in Tunguska, wie dem auch sei, ich sollte mich mal eine Stunde hinlegen und etwas entspannen. Und nicht schon wieder schlafen. Halt's Maul, sonst mach ich dich kalt. Schon besser. Mein Kopf. Keine Sorge, es ist alles okay. Sie haben nur eine kleine Gehirnerschütterung. Noch ein paar Stunden Ruhe und Sie sollten wieder topfit sein. Haben Sie die Typen schon erwischt? Welche Typen? Na, die, die in meiner Kabine waren. Davon weiß ich nichts. Aber darum liege ich doch hier. Sie liegen hier, weil Sie mit dem Kopf gegen eine Tür geknallt sind. Wohl eher umgekehrt. Ich laufe doch nicht einfach so aus Langeweile gegen Türen. Wir sind auf einem Schiff. Da kann man durch eine größere Welle schon mal aus dem Tritt kommen. So ein Humbug. Man hat mir die Tür gegen den Kopf geknallt. Und was ist mit den Typen, die in meiner Kabine waren? Was für Typen denn? Frau Jordan hat erzählt. Frau Jordan? Wer soll das sein? Katharina Jordan ist ebenfalls Gast an Bord. Ich glaube, sie ist gerade dabei, zusammen mit dem Kapitän das Protokoll für die Versicherung auszufüllen. Ach, tatsächlich? Wo? Ich nehme an, im Restaurant. Aber ruhen Sie sich doch erstmal ein bisschen aus. Sie können dann ja später... Mich ausruhen? Ja, das kann ich in der Tat später tun. Jetzt will ich erstmal wissen, warum diese Schnepfe überall herum erzählt, ich würde in meiner Freizeit gern gegen Türen laufen. Auf die Erklärung bin ich aber gespannt. Stutenbeißerei. Und dann kam also diese Welle und Frau Kalenko ist gegen die Tür geknallt. Sie sollten sich jetzt besser ganz genau überlegen, was Sie antworten. Oh, Frau Kalenko, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Geht es Ihnen besser? Wir sind gerade dabei, den Unfallbericht aufzunehmen. Und Frau Jordan war so freundlich. In der Tat, Frau Jordan ist so unglaublich hilfsbereit. Und sie erzählt so gern. Ob Ihre Geschichten dabei den Tatsachen entsprechen oder nicht, spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Ich verstehe nicht. Frau Kalenko, Sie sollten sich nicht so aufregen. Das ist schlecht für Ihre Gesundheit. Der Arzt hat Ihnen doch bestimmt strikte Bettruhe verordnet. Das könnte Ihnen so passen. Ich wüsste nur gern, warum Sie solche Lügen erzählen. Hat man Ihnen als Kind nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt? Ganz ruhig. Sie scheinen sich von dem Schlag an den Kopf noch nicht ganz erholt zu haben.
Immerhin bin ich geistig noch klar genug und kenne den Unterschied zwischen die Tür an den Kopf geknallt bekommen und gegen die Tür laufen, womit ich Ihnen ja deutlich was voraus habe. Sind die Schmerzen immer noch so schlimm? Ich werde Ihnen gleich mal zeigen, was wahre Schmerzen sind. Aber, meine Damen, ich schlage vor, wir verschieben den Bericht auf den nächsten Aufenthalt im Hafen, wenn sich die Gemüter wieder etwas beruhigt haben. Aber... Ich denke, ein bisschen Ruhe könnte Ihnen beiden ganz gut tun. Ich würde vorschlagen, Sie gehen jetzt beide erst einmal in Ihre Kabinen. Genießen Sie die Kreuzfahrt und wenn es Ihrer und unserer aller Entspannung dient, dann gehen Sie sich in den nächsten beiden Tagen etwas aus dem Weg. Ich werde ja wohl noch... Ich denke, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt, oder? Ja, das freut mich. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß auf der Kalypso. Warum erzählt diese Katharina Jordan so einen Mist? Entweder sie will sich unglaublich wichtig machen oder... Wo ist denn eigentlich meine Handtasche? Das kann doch echt nicht sein. Hier verschwinden ja mehr Sachen als im Bermuda-Dreieck. Hier wird ja wohl keiner reinmarschieren und meine Handtasche klauen. Andererseits, irgendjemand war gestern in meiner Kabine. Und vielleicht hat diese Katharina Jordan auch einen sehr guten Grund dafür, dass sie so sinnlose Geschichten über meinen angeblichen Unfall erzählt. Aber warum sollte sie in meine Kabine einbrechen und meine Handtasche klauen? Und da war ja auch noch diese männliche Stimme. Egal, ich werde sie mal auf meine dezente Art danach fragen. Vielleicht gibt's ja eine ganz einfache Erklärung dafür. Aber bevor ich mich bei Frau Jordan blamiere, sollte ich auf jeden Fall erst beim Portier nachfragen. Endlich habe ich meinen Koffer wieder. Sind zwar keine allzu persönlichen Sachen drin, wäre aber trotzdem sehr ärgerlich gewesen. Mal sehen, was für halbwegs brauchbare Klamotten ich da drin noch entdecken kann. Den Bikini werde ich auf jeden Fall mal zurück in den Koffer legen. Ja, Bademantel ist auch okay. Bademantel und ein paar Socken. Mehr braucht man nicht auf einer Kreuzfahrt. Mein Hausschuhersatz. Nicht sonderlich hübsch, aber ich mag sie. Schön weich und flauschig. Max fand, dass mir Baseballmützen nicht stehen. Vielleicht mag ich sie deswegen so gern. Flauschig. Ein Bild von einem Mann vor dem Atomium in Brüssel. Der Typ ist, glaube ich, der Kapitän dieses Luxusliners. Das hängt hier ganz gut. Also sonst scheint sich hier nicht viel verändert zu haben. Ich hatte eine Hängematte befürchtet. Dann suchen wir mal den Portier auf. Guten Morgen. Ich weiß, das hört sich etwas seltsam an, aber ich vermisse jetzt auch noch meine Handtasche. Schönen guten Morgen. Wo haben Sie sie denn zuletzt gesehen? Ich behalte meinen Verdacht gegen Katharina Jordan besser erstmal für mich. In meiner Kabine. Und jetzt ist sie nicht mehr da? Merkwürdig. Aber ich werde mich sofort darum kümmern. Ihren Koffer habe ich übrigens bereits in Ihre Kabine gebracht. Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Aber was haben Sie eigentlich mit dem anderen Koffer gemacht? Dem von William Patterson? Ich? Nichts. Haben Sie ihn denn nicht wieder abgeholt? Nein, denn der Koffer war nicht mehr da. Seltsam. Ich werde jedenfalls die Suche nach Ihrer Handtasche sofort in die Wege leiten. Enthielt sie etwas Wertvolles? Geld, Ausweis, Führerschein und einige sehr persönliche Dinge. Von dem üblichen Kram wie Schminkzeug mal abgesehen, alles Sachen, ohne die ich ziemlich aufgeschmissen bin. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden alles unternehmen, damit Sie Ihre Handtasche so schnell wie möglich zurückbekommen. Dankeschön. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Fassen wir zusammen. Jemand war in meiner Kabine. Ich wurde niedergeschlagen und man hat sowohl meine Handtasche als auch den Koffer von diesem verunglückten Typen geklaut. Stellt sich die Frage, warum? Und welche Rolle spielt Katharina Jordan mit ihren Lügengeschichten? Ja, ich würde ja einfach mal vermuten, das hängt mit dem verunglückten Mann da im Hafen zusammen. Was läuft denn da? Ist das nicht dieser Typ, der schon seit Wochen durch die Medien geistert? Hört die Worte des Propheten Sandona. Der große Tag des Herrn ist nah. Dieser Tag wird ein Tag des Grimmes.
Ein Tag der Trübsal und der Angst. Ein Tag des Wetters und des Ungestüms. So sagt es der Prophet und so sag ich es euch. Gottes Zorn wird all jene treffen, die unrein in Körper und Geist sind. Und er wird keine Gnade walten lassen, sie endgültig zu zerschmettern. Doch für all jene, die reinen Herzens sind, für all jene, die sich Puritas Cordis nennen, ist der Tag der Errettung nahe. Denn sie werden nicht von der Welle des Umbruchs hinfortgerissen. All jene, die unserer Gemeinschaft Puritas Cordis angehören, werden auf dieser Welle einer neuen Zukunft entgegengetragen, in eine neue Weltordnung, ein neues Reich Gottes!